Welche Richtung sollen wir wählen? Geht es dir gut? Wir einen Weg nach oben. Es ist so dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Erkennst du irgendwas? Hier drüben. Ich habe ihn gefunden. Nimm das und geh hoch. Endlich gefunden. Was zum? Wenn das Licht des Schicksals das Ende der Welt erreicht, zeigt der geflügelte Wächter den Weg zum Genesis-Licht.
Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Das Schicksal ruft nach dir, Auserwählte. Geht es dir gut? Ich glaube, der Zeitpunkt, uns zu trennen, ist gekommen. Aber sei versichert. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, du und ich. Stolz der Löwen. Dann also Pride Hall. Na dann mal los. Wir können das Schicksal nicht warten lassen.
Ein berühmter Priester soll heute eintreffen. Ich habe auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Die Leute sagen, er könne jede Krankheit heilen. Man sagt, er soll umherreisen und Leute heilen. Ich hörte, er kommt hierher, um nach etwas zu suchen. Ah, ich frage mich, wie er so ist. Er ist gerade vorbeigekommen. Oh, wo ist er? Ist er das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilkräfte? Er sieht eher schwach aus. Papa, wer ist das? Ein sehr berühmter Priester. Willkommen in Brightholm, Heiliger. Ich danke euch vielmals für diesen herzlichen Empfang. Pater, Varuth und die Dorfbewohner erwarten sehnlichst deine Ankunft in der Kathedrale. Oh, dann sollte ich Pater Varuth nicht länger warten lassen. Jetzt! Stirb! Lauf! Danke für meine Rettung. Bist du auf dem Weg nach Brightholm? Also, was führt dich nach Brightholm? Oh, du suchst also nach der Arche. Weißt du, die meisten halten die Arche für einen Mythos. Um ehrlich zu sein, ich suche auch nach ihr. Ich habe gehört, es gibt in diesem Dorf eine Steintafel mit Geheimnissen über die Arche. Was für ein glücklicher Zufall. Vielleicht können wir zusammenreisen und... Herrje! Halte durch! Vielen Dank. Oh nein, sie sind mir bis hierher gefolgt. Vorsicht, da kommen noch mehr. Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Meine Güte, bist du nicht verletzt?
Rubel. Er soll Leute heilen können. Kann er sie wirklich heilen? All die anderen Priester haben aufgegeben. Seid alle ruhig. Spürt die Wärme des Lichts. Und werdet geheilt. Weg. Vielen, vielen Dank. Das ist unglaublich. Er hat so viel Energie. Bei den Göttern, Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist das. Du bist hier. Pater Varud, dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das wart ihr also. Ich kann die Güte spüren. Meine Begleitung sucht ebenfalls die Arche. Oh. Ist das so? Dann haben wir viel zu besprechen. Ist dies die Tafel? In der Tat. Sie enthält alles Wissen über die Arche, das über Generationen weitergegeben wurde. Zumindest theoretisch. Wie ihr sehen könnt, fehlt ein Teil. Ein recht großer Teil. Was damit wohl passiert ist? Die Tafel sah bereits so aus, als sie in der Kathedrale ankam. Ich denke, das Stück verschwand beim Transport. Wir konnten es auch nicht wiederfinden. Niemand weiß wirklich, wie dieser Teil der Steintafel verschwunden ist.
ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Richtig. Es ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Danke, dass du Pater Armel gerettet hast. Mal sehen, ob wir ein nützliches Werkzeug finden. Und passiert heute etwas Aufregendes?